Hallo Internet, hallo bei Wat geht ab? Salut et bonsoir. À France, en France. Oh mein Französisch schon so eingerostet, ist unglaublich. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Hier in unserer kleinen Kuschelkunde-Runde. Oder die Kuschelkunde kann man auch mal veranstalten. Das ist dann so ein Volkshochschulkurs, glaube ich, den man macht mit mir. Ja, aber bei den aktuellen Corona-Einschlägen schon wieder im Umfeld ist vielleicht das Kuscheln gar nicht so angebracht. Aber ich laber schon wieder zu viel. Ihr seid jetzt hier bei der Premiere dabei auf der Strecke Ruhl-Mapul. Und das ist die ZRL Season 2022-2023, Runde 2. Irgendwann. Ich weiß. Kommt mal durcheinander. Wir sind auf jeden Fall das Urreiters B2-Team in der Kategorie B am Start. Und für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind und nicht wissen, ja, ZRL, was ist das? Also, es ist die Swift Racing League. Und auf diesem Kurs hier fahren wir. Ja, es wird hart. Swift Racing League heißt, es gibt Punktewertungen. Deswegen seht ihr da diese Com-Wertung mit dem roten K und zwei Sprintwertungen auf dieser Strecke. Da gibt es Punkte abzusahen. Und im Ziel gibt es natürlich auch Punkte. Ja, und wie man an dem Profil ganz gut sehen kann, am Anfang geht es gleich mal schön den Berg hoch, 3 Kilometer lang. Und wer da hinten rausfällt, hat wahrscheinlich schon das erste Problem. Dann ist das Rennen eigentlich fast schon gelaufen. Deswegen habe ich mir Mühe gegeben, mich gut warm zu fahren. Es gibt auch Power-Ups. Den Geist macht sich unsichtbar für 10 Sekunden. Hat eine 30% Wahrscheinlichkeit. Das Aero-Power-Up macht uns schneller. 40% Wahrscheinlichkeit. Und die Dampfwalze bringt eigentlich nur was auf diesen Sprint, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Auf dem Pavé-Sprint, weil es reduziert den Rollwiderstand und dann kann man da ein bisschen schneller sprinten. So, wie sieht das aus mit den Punkten? Also, wir fahren nur eine Runde, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem ersten Anstieg, an diesem Komm beim Aquädukt, nicht beim ersten Anstieg, an diesem Komm-Aquädukt als erste über die Ziellinie fahre, bekomme ich 10 Punkte. Und wenn ich auch noch der schnellste bin von allen Fahrern, bekomme ich nochmal 20 Punkte. Ist also extrem lukrativ, da wirklich auch zu sprinten, weil da gibt es die meisten Punkte. Im Ziel gibt es dann für den ersten Platz nochmal 40 Punkte, für den zweiten 35 und so weiter. Ja, das macht die ZRL halt so hart, ne? Wir haben auch zwei neue Teams. Die Kirchmeiers sind neu bei uns. Und noch ein zweites Team, das mir jetzt gerade entfallen ist, da müsste ich jetzt mal kurz spicken. Ich gucke da gerade mal, wie die hießen. Die sind sozusagen jo, aufgestiegen von der anderen Liga. Beat, meine ich, sind auch neu, das sind Niederländer. Ja, gucken wir mal, ansonsten haben wir die Belgian Swift Riders wieder am Start, ECB. Evo, ehrlich gesagt verstehe ich nicht so richtig, warum Evo jetzt noch da ist und die Belgian Swift Riders auch und talentfrei ist aufgestiegen. Steigt, also hat, ich weiß es nicht. Hey, wenn ihr da in Zukunft von talentfrei, vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ich habe mich da jetzt nicht mit den Details befasst, aber danke für die Nachricht, Alexander Heid. Der hat gesagt, hier, oh, wir fahren nicht mehr bei euch mit, wir kriegen jetzt eins auf die Fresse in einer Division höher. Ja, viel Spaß. Aber es habt ihr euch auch verdient. Ihr seid halt auch super stark gefahren. Und da muss man dann auch mal wechseln. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal mal vorbeischaut. Und immer freitags, außer jetzt gerade ist Pause, moderiere ich auch mit dem lieben Martin Otto auf eCycling TV Germany den Swift Grand Prix. Und den nächsten Stream auf diesem Kanal nach diesem Rennen, den gibt es am Samstag um 17.15 Uhr rund um den Kirchturm. Das Rennen der Ruhrreiters für Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum.
es wird super. In Richmond, das wird ganz toll. Sag ich jetzt mal so. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in die Startaufstellung, was da so abgeht. So, noch 10 Minuten Zeit. Ich kann noch mal kurz sagen, wer bei uns jetzt im Team auch alles mit dabei ist. Wir haben auch Neuzugänge, sind ganz optimistisch, dass wir da jetzt wirklich auch mal immer 6 Leute an den Start kriegen. Und zwar haben wir da Jens, unseren Captain, Martin Brechmann, nicht Otto, Sebastian Uhr, Oliver Stöckelmeier, Philipp König und moi, André. Ja, und denke ich, haben wir hier eine gute Zeit, um uns abzuschießen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe auch so einen kleinen Trailer produziert für die rund um den Kirchturm-Reihe, der, kann man sagen, da kam ganz gut an. Einige fanden ihn sehr lustig. Humor ist ja immer so eine Sache. Findet man was lustig oder nicht? Ich würde sagen, ich spiele den einfach mal ein und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr das lustig findet oder nicht. Rund um den Kirchturm auf Swift der Ruhrriders. Geheiligt werde dein Event. Eure Swift-Rennen kommen, der Laktatschock geschehe, wie auf der Rolle, so auf der Straße. Das Rund um den Kirchturmrennen gib uns samstags um 17.30 Uhr und vergib uns unsere schwachen Beine, wie auch wir vergeben, dass ihr diese gottverdammten Sprint- und Bergwertungen eingebaut habt. Vergib mir, Vater, ist mir so rausgerutscht. Doch welch unermessliches Leid mögen die Wertungen bringen und säen die alljährlichen Silvestershows auf ARD und ZDF nicht schon genug Leid? Oh Gott, dann doch lieber sprinten. Und führe uns nicht in Versuchung zu sandbaggen, sondern erlaube uns nur zu fahren in den wahren Swift-Kategorie-Grenzen. Amen. Ja, das war der Trailer. Während Jens schreibt, gab es jenen besseren? Nee, ist ja der erste. Also von daher ist es ja der beste. Das ist absolut so. Aber vielleicht kommt noch was. Nicht gleich nächste Woche, denke ich. Wird ein bisschen knapp. Aber man kann da schon noch so ein paar Sachen machen, denke ich. Muss ja auch Spaß haben. Ist ja Freizeitspaß hier. Deswegen sind wir ja da. Und ich gehe mal in den Discord in einigen Augenblicken. Denn da sind dann die anderen. Denen sage ich mal Hallo. Ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, für das Rennen gar nicht so viel strategisch zu besprechen. Ich glaube, wir müssen erst mal gucken, wo wir dann sind nach diesem Anstieg, dem ersten, wo dann auch alle dabei sind. Ja, wenn, dann ist gut. Und dann, ja, kann man sich überlegen, auf welche Sprints man fährt, denke ich. Die Sache ist zum Beispiel dieser Aquädukt, diese erste Punktwertung und der zweite Sprint danach oder der erste Sprint danach dann, die folgen innerhalb von 2 Kilometern aufeinander. Also das ist richtig krass. Auf der anderen Seite, wenn man an dem Aquädukt nicht mitfährt, könnte schwierig werden, überhaupt noch die Gruppe vor dem nächsten Sprint zu erwischen. Also muss man wahrscheinlich eh sprinten und dann kann man auch gleich voll sprinten. Nur so halb mitfahren, halte ich nichts von. Hat sich nicht bewährt, diese Strategie, um ehrlich zu sein. Man macht sich trotzdem irgendwie fertig, kriegt gar nichts am Ende. Ja, und dann also nahe des Ziels gibt es in diesem Hafen noch einen Sprint, den Marina-Sprint.
Und danach ist es auch gar nicht mehr so weit, bis es diesen Anstieg hochgeht. Nur ihr habt ja an den Punkten gesehen, also auch auf den Sprint mitzufahren, glaube ich, ist lukrativer als jetzt rein auf die Zielposition zu fahren. Boah, mal gucken. Alle sind jetzt aufgefordert, in den Discord zu kommen. Ich glaube, da gehe ich auch mit rein. Und ja, ich habe den Discord für euch nicht drauf. Das wollt ihr nicht hören, das ganze Geschnaufe. Oh, jetzt ist mein Stirnband runtergefallen. Ne? Es ist jetzt gut, dass es jetzt passiert. Oh, diese Clickies sind so hart eingestellt. So, dann mal ab in den Discord. Ja, die Frage kann ich noch beantworten, Hendrik. Ich weiß nicht, ob es so eine krasse Taktik gibt. Erstmal müssen wir über den ersten Anstieg kommen. Das müssen wir probieren, dann alle zusammen zu bleiben. Und dann einfach mal schauen. Ich glaube, man muss eigentlich fast auf jeden Sprint mitfahren. Ansonsten sind die Chancen, denke ich, sehr gering, dass man was reißen kann heute. Also ich glaube, man hat bei diesem Rennen gar nicht so viel Raum zum Taktieren, weil die zwei Sprintwertungen kommen relativ hintereinander, die ersten beiden. Und die letzte Sprintwertung ist gar nicht so weit vor dem Zielanstieg, also muss man... Ja, muss da wahrscheinlich auch mitfahren, sonst ist man schon so weit hinten dran. Man könnte überlegen, an dem letzten Sprint vielleicht ein bisschen Körner zu sparen und den nicht mitzufahren. Und dann an dem Anstieg versuchen, was zu holen. Wenn man jetzt eh nicht so der Sprinter ist, aber ja, für mich ist Sprinten eigentlich ganz gut. Von daher, das probiere ich. So, hier mal in den Discord rein. Ich hoffe, das klappt. Hi, André hier. Könnt ihr mich hören, Leute? Hi. Super, alles klar. Schönen Abend. Haben die zwei Teams, die Belgian Swift Riders? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Und hat Wahoo auch noch zwei Teams? Und hat Wahoo jetzt auch noch zwei Teams bei uns in der... am Start. Mhm, ja, Tischmeier. Mhm. Ja, das wird jetzt hart an dem ersten Anstieg. Geht schon bald los. Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich hat man nicht viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie steil es gerade ist.
So. Ah ja, stimmt, ich muss den Ventilator hochfahren. Vergesse ich immer. Ja, viel Erfolg. Ja, ich hab die blöde Dampfwalze. Vollkommen nutzlos.
Boah, sind schon ein paar rausgefallen, oder? Ja, ne? Nicht viele. Ich hab schon wieder. Ah. Ich hab schon wieder die blöde Raupe. Ach, geil. Das ist schon mal nicht so gut. Naja. Egal. Nützt diese Raupe was am Aquädukt? Vielleicht, oder? Es ist ja nicht so richtig Asphalt, aber ich weiß nicht, ob das einen anderen Rollwiderstand hat. Ja, genau. Bei 8 ist ungefähr der erste, das Aquädukt. Und dann nach 2 Kilometern oder so kommt der Pavé-Sprint. Ja, der Kurs ist gar nicht so lang. Da hat man früher Feierabend, auch nicht so schlecht. Für nächste Woche. Gut, okay. Wie viele sind wir noch in der Spitzengruppe von uns? Ich sehe jetzt 3. Ah, shit. Schon mal nicht so gut. Aber ich glaube, nee, Kirchmeier ist, oh, Kirchmeier ist zu 5. Ivo ist auch zu 5. Ist der Martin nicht mit in der ersten Gruppe? Weil ich habe hier gerade den Sebastian gesehen.
Jetzt los. Na, ich weiß nicht. Meinst du?
Ja, hast du wahrscheinlich recht. Wo ich heute irgendwie läuft es nicht so. Oder die Leute sind extrem stark. Also was geholt bei den Sprints? Einmal? Ja, ist gut. Ich war einmal irgendwie Achter oder so. Aber ich weiß nicht, ob es dabei blieb.
Oh. Oh, so. Alter. Ey, was ist denn da los? Oh, Matthias Blümel ist halt vorbei im Chat und sieht mich sterben. Oh Gott. Oh. Oh. Ich weiß nicht. Also. Ich glaube, ich musste für den 26. Platz noch nie so hart kämpfen. Außer im Real Life. Alter. Ja, auch. Aber hallo. Ja. Über diesen Ballonsprint. Ja. Also das war jetzt meine zweitbeste 1-Minuten-Leistung allzeit. Also so schlecht war ich jetzt nicht drauf, aber ey, das war ja abartig. Ja, ich glaube, der ist. Wo ist denn der? Ist der krank oder was? Der Herr Ackerström. Weil sein Team ist ja am Start. Das Team X. Oh Gott, ey. Aber ich hatte auch Power-Up wieder mal. Katastrophe bei mir. Ich glaube, ich hatte hier immer Dampfwalze und zum Schluss einmal Geist.
So, ich sag mal kurz Tschüss hier den Leuten. Ich komme dann noch mal rein, falls ihr noch da seid. Ja. So, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir werfen noch einen Blick auf die nächste Location. Wenn mein Knöpfchen wieder funktionieren würde. Wartet. Hier. London. Ciao Martin, see you. Danke Matthias, gute Erholung euch auch. Schönen Abend. Nächstes Mal hier in London Zeitfahren. Ja. Gucken wir mal. Ne? Ich freue mich fast schon drauf. Im Gegensatz zu heute kann es vielleicht angenehm werden. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Was geht ab. Nächstes Mal, denkt dran, nicht erst nächste Woche, sondern rund um den Kirchturm, ne? Runde 2 in Richmond. Das wird auch lustig. Also, macht's schön gut und habt euch lieb. Ciao, ciao.